Kurz bevor es losgeht hier mit dem neuen Thema, mit dem neuen Gast, eine Frage noch aus dem Chat zum letzten Video, muss man jetzt schon sagen, über die Edition Spielwiese. Ist Vorbestellen möglich des Uwe Rosenberg-Spiels? Wir hatten es überlegt, aber wir haben aus Erfahrung, auch die ich bei Lookout gesammelt hatte, gemerkt und sowas, es ist viel zu viel Arbeit für nur ein einziges Spiel. Und nein, kommt rechtzeitig dahin, obwohl ich denke mal, wir werden noch ein paar da haben. So einen großen Sicher ist dann mal Donnerstag einfach an den Stand rennen. Ja, vielleicht nicht unbedingt Donnerstag, vielleicht Samstagmorgen noch mal rennen, aber bis dahin ist der Video genug da. Und wir werden also keine Vorbestellungen da haben, aber ihr solltet es in Essen auch bekommen können. Alles ja, klar. Und wir bleiben bei der Edition Spielwiese wie angekündigt und werfen einen Blick ins Jahr 2017 und haben jemanden, Sophia Wagner, hier sitzen, die auch letztes Jahr schon auf der BerlinCon in unserem Livestream war. Und da hast du auch Prototypen vorgestellt, aber das hier ist was ganz Neues. Ganz genau, das ist ganz neu und extra für die Edition Spielwiese gemacht auch. Ja, von Grund auf. Von Grund auf, ja. Okay. Genau. Und es sieht aus wie was Kleines, Kurzes für zwischendurch. Genau, also es sind 5 Minuten. 5 Minuten Regeln erklären. Grundschulalter. Okay, genau. Was hat es hier für Eckdaten? Erzähl mal ein bisschen. Das ist schon ein bisschen größer. Also Eckdaten, bis 4 Spieler soll es gehen, 2 bis 4 Spieler. Und es dauert schon so 2 Stunden rum. Mhm. Ja, im Prinzip kann man sagen, pro Person 40, 45 Minuten kann schon mal hinhauen. Wenn man, gerade wenn man es erst noch lernt, dann geht es schon irgendwann ein bisschen schneller. Also 30 Minuten, ja, das kommt dann auf die Schachtel. Ist ja immer so, ne? 30 auf die Schachtel und dann spielt man doch 45 pro Spieler. Wenn man mit Hunter spielt, dann... Ja. Das habe ich auch schon so oft gehört. Das hat sich festgesetzt. Ich traue mich schon gar nicht mehr nachzudenken. Sehr gut. Ja, haben wir es geschafft. Ja. Ja. Wieder Ralf. Gewinne ich auch mal wieder. Nee, okay. Jetzt haben wir erstmal über das Spiel oder wie es zu dem Spiel kam. Vielleicht auch erstmal... Ja, wie es zu dem Spiel kam. Es war ja, wie im vorigen Bericht schon gesagt, überlegt halt mit Michael die Spielwiese jetzt bereitzustellen, auch als Verlag, was wir dann auch, oder Michael dann auch gemacht hat. Und dann ging es natürlich darum, wie und so weiter, was haben wir an Spielen. Wir hatten halt Sophia ja ohnehin schon mit verschiedensten Prototypen kennengelernt und da war das eine oder andere auch schon dabei. Und Uwe ist ja natürlich auch dabei gewesen bei dieser Entwicklung des Verlages, dass er Michael ein bisschen mehr getreten hat und er meint, mach doch mal was. Und Uwe ist auch von Sophia, von ihrer Art und Weise, was sie so an Spielen bislang gezeigt hat, auch sehr begeistert. Und da kam irgendwie das eine zum anderen und dann, ja klar, dann machen wir mal Sophia. Und dann hatten wir eigentlich so die Idee ja soweit gehabt, das letztes Jahr Essen. Genau. War das genau? Da saßen wir alle mal zusammen und überlegt, ja, und irgendwie 2 Wochen später in der Spielwiese kam dann Sophia, du Rolf, Michael, ich hab da mal was für euch. Das ist so und so und da waren da so, also zumindest ein Mechanismus, der mich von vornherein begeistert hat, da kommen wir natürlich gleich nochmal intensiv dazu, das ist dieses Rad. Oder diese Ringe. So nach dem Motto, nur nicht am Rad drehen. Ja, aber das, man muss natürlich am Rad drehen. Das kam dazu. Es kam dann so ein bisschen ein Thema, was ungefähr noch so weit da war. Es war aber noch ziemlich grob gestrickt soweit. Und dann die ganze Entwicklung kann Sophia gleich hinterher nochmal sehen, was so hinterher auch diese Politik, die dann noch reinkam, die das... Aber es war so, dass sowohl Michael, der im Bereich eigentlich mehr so in diesem Bereich Familienspiel sein Bauchgefühl hat, und ich, der so mehr in diesem Bereich Agricola, Kailos, Mombasa so mein Bauchgefühl halt so loslassen darf. So einen großen Bauch hast du. Ja, so langsam wächst der Sport wird weniger. Das musst du mich dann auch ansprechen. Das ist so. Aber und wo wir beide gesagt hatten, das sieht richtig klasse aus und wir haben beide Spaß dran, sowohl Michael aus seiner Familienspiele-Ebene und als ich auch aus meiner Taktisch-Strategiespiele-Ebene. Und naja, wenn wir beide dann schon Ja sagen, dann gibt es eigentlich kein Nein mehr zu dem Spiel. Und so ist es dann rübergekommen, Sophia, dann mach daraus mal ein richtiges Spiel. Vielleicht gibst du uns erstmal einen groben Überblick, so was es ist, bevor wir jetzt die andere Kamera anschalten und wirklich genau sehen, was wie läuft. Ja. Aber erstmal ganz grob, was ist es denn? Also ganz grob im Moment, wie gesagt, Arbeitstitel, der Markt von Samarkand, spielt gerade in einer Wüstenstadt
Und es gibt dann noch weitere Oasen außerhalb, die man bereisen kann. Aber was wir tun, ist eigentlich über drei Marktafeln, das sind also drei Abschnitte in dem Spiel, zu spielen. Und wir können eben Verschiedenes machen. Wir können Produktionshäuser errichten, da stehen jetzt hier schon von jedem Spieler eins da. Wir können Waren produzieren, am Markt verkaufen, Kamele erwerben, um zu reisen, Rohstoffe abbauen und vor allen Dingen auch helfen, dass das, sag ich mal, so das Königreich hier in vier verschiedenen Weisen zu unterstützen. Das heißt, es sind vier Pfade, in denen man aufsteigen kann. Und das sieht man jetzt natürlich nicht, wenn wir nicht draufleuchten, aber. Wir werden gleich drauf genau. Aber quasi, es ist, um es grob zu machen, ist auf jeden Fall ein. Ist es ein Workerplace-Spiel oder? Nicht ganz, das ist die Hauptsache, genau. Die Hauptsache ist eigentlich der Mechanismus, wie man hier auswählt, welche Aktion man macht. Schauen wir uns doch das an. Ja, wir schauen uns genau. Wir gehen jetzt mal ins Detail. Aber es hört sich schon sehr spannend an. Ich schalte jetzt die Detail-Kamera an. Das berühmte Rad. Kannst du gleich mal etwas genauer zeigen? Es gibt ja Autoren, die man dann immer so mit so bestimmten Mechanismen. Erfindest du jetzt das Rad so nach dem Rondell und so kommt jetzt das Sophia'sche Rad? Das Rad wird neu erfunden. Wheelbuilding. Genau. Kammerleiste, das Wagnerrad. Das Wagnerrad, das passt sogar. Das Wagnerrad ist das Stichwort. Jesus. Genau. Das ist eigentlich der Kernmechanismus und auch der, den ich eben zuerst Rolf und Uwe gezeigt habe und Michael. Mhm. Man hat diese drei ineinander liegenden Ringe und die haben, wie man sieht, Unterteilungen. Das heißt, der äußere Ring hat neun Unterteilungen, der kleinere sechs und der in der Mitte nur drei. Wir haben hier ein aktives Drittel angezeigt durch diese Pfeile. Das heißt, im Moment ist dieses Drittel aktiv. Und wenn wir am Zug sind, dürfen wir quasi aus diesen aktiven Drittel Aktionen auswählen. Da liegen jetzt, wie ihr seht, solche Token drin. Die nenne ich Arbeiter. Auf denen sind verschiedene Symbole abgebildet. Das sind dann die Aktionen, die man machen kann. Man kann eben in seinem Zug aus jedem Ring einen dieser Arbeiter auswählen. Allerdings muss es einen Pfad hier folgen. Das heißt, ich könnte hier diese drei Arbeiter wählen und diese drei Aktionen machen oder eben auch diesen Pfad wählen. Das da hat keinen Sinn, das ist das, Zufall? Oder? Nee, am Anfang ist das Rad einfach noch nicht voll. Es geht ja darum, dieses Rad auch weiterzubilden, also weiter auszubauen und zu verbessern. Okay. Und dafür wird man später eben hier noch weitere Arbeiter kaufen können, die man sich dann eben auch zusätzlich ins Rad legen kann. Das habe ich jetzt nicht gesehen, also hier quasi. Das hier, ist genau, der, hier. Das ist der Markt, und dem auch noch Arbeiter, der Arbeitsmarkt, kann ich sagen. Genau. Okay, und da kauft man die Arbeiter, um sie dann da einzusetzen, klar. Genau, um sie einzusetzen oder auszutauschen und dann bessere Möglichkeiten zu haben. Oder die Arbeiter, die man hier kauft, sind meistens ein bisschen besser als die Grundarbeiter. Und im Laufe des Spiels kann es auch sein, dass man ein bisschen andere Sachen benötigt, als man vielleicht noch zu Anfang genutzt hat. Aber jeder kann doch das Rad benutzen, oder ist das dann nur... genau, also... Hier habe ich jetzt natürlich nur eins aufgebaut, aber jeder Spieler hat so ein Rad. Das heißt, jeder baut sein eigenes Rad. Genau, jetzt habe ich es auch. Ja, das jeder hat ein eigenes Rad. Eine wichtige Information. Jeder hat ein eigenes Rad. Natürlich. Ja, genau. Und Tablos sind Schnee von gestern. Ja. Kannst du Maschinen? Ja, cool. Genau. Also auch vom Thema her passt es dann eigentlich ganz gut. Wir überlegen es eben auch, in so ein Steampunk-Thema zu haben. Und dann wäre das natürlich auch entweder als Steuerrad oder als Zahnräder, die so maschinenmäßig ineinander greifen. Das hast du jetzt ganz so nebenbei angesprochen, aber es ist quasi das Thema, da seid ihr noch richtig am Überlegen, wirklich weg hier vom Wüstenmarkt-Setting und wo ganz anders hin. Ja, ne? Also weg ist eigentlich schon klar. Und wohin? Ich denke mal, wir sind da schon recht... Wir werden natürlich das jetzt auch mit dem Grafiker jetzt im August noch besprechen, wie wir das soweit machen, weil das ist auch einer der Erfahrenen, der mit Sicherheit auch vom Thema her uns sehr, sehr weiterbringen noch können. Diese geheimnisvollen Andeutungen. Das ist ja immer so die Sache. Aber ich glaube, Sophia hat es ja schon mal irgendwo schon mal im Stream schon mal. Ich habe es nicht erwähnt. Schreibt bitte in den Chat, wenn ihr verstanden habt. Ja, gut. Wir können die Katze ruhig jetzt mal offiziell auf den Sack lassen. Also, als Grafiker haben wir Michael Menzel für dieses Spiel gewählt. Ah, den können wir ja dann gleich da noch. Ja, der kommt ja gleich dann nochmal im Anschluss nochmal dran. Der kommt nämlich nachher.
wenn er Jan, ich bin gerade auf dieser Kamera. Ach, du bist auf der kleinen Kamera. Ich dachte, du hast wieder geswitcht. Nee. Hier kommt gerade im Chat eine Frage, wann darf man denn am Rad drehen? 2017 Essen. Nein. Spielmechanisch. Ja. Sehr gut. Genau, also immer in seinem Zug, am Ende des Zuges, dreht man dann weiter und das ist eben dann auch das, was es so interessant macht, dass man eben jede dieser Ringe um genau eine Stelle weiterdreht, da die ein Feld, genau, und damit ergeben sich dann eben in jeder Runde neue Konstellationen. Okay. Genau, so dass man eben auch immer voraussieht, was hier schon so kommt an Arbeitern für die nächsten Runden. Ich könnte da etwas austauschen, wenn es nachher dahin wandert oder? Genau, wenn man sich was dazu kauft, kann man natürlich schon so ein bisschen gucken, wann brauche ich das. Oder wenn ich jetzt was machen will, muss ich auch immer ein bisschen beachten, wann kommen da die entsprechenden Arbeiter dazu. Und ja, das kann so ganz spannend sein. Okay, und vielleicht vorhin, da hast du ja ganz kurz drüber geredet, was sind jetzt die weiteren Bereiche hier? Also wir haben gesagt, hier kriegen wir die Arbeiter, das haben wir jetzt schon so ungefähr verstanden. Genau. Und was ist jetzt da in der Mitte? Ja, ich würde einfach mal kurz sagen, was es eigentlich gibt für Aktionen. Ja, oder so, ja. Genau. Du machst es übrigens. Ja, also genau, du läufst. Hier gibt es zum Beispiel die Schaufel, damit kann man eben neue Häuser in diese, wie hier jetzt schon steht, in diese Produktionsstraßen stellen. Mhm. Das wäre diese Aktion. Mit dieser, mit dem Pfeil, kann man produzieren. Das heißt, man würde bestimmte Ressourcen abgeben. Hier eben ein Holz, wenn man jetzt eins hätte, ich habe jetzt eins. Um dann Bretter zu haben, also diese Aktion würde ich das hier abgeben, dafür stelle ich es einfach hier hinten rein. Holz und macht genau. Ich habe hier an der Hütte auch immer einen bestimmten Lagerplatz, der hat jetzt nur eins, sodass ich hier nicht mehr produzieren kann, es sei denn, ich mache davor die Aktion Markt, die erlaubt an einen der drei verschiedenen Märkte zu gehen. An diesem Markt kann ich Waren verkaufen. Mhm. Wie gesagt, wir spielen über drei Markttafeln. Am Anfang sind wir in der ersten Markttafel. Das bedeutet, hier sieht man, wenn du sieht man diese grünen Felder, das ist der Bedarf, der am Markt besteht. Und hier sieht man auch, wie die Preise sind. Die Preise werden in bestimmten Abständen steigen, dann wieder fallen, wenn die erste Markttafel weg ist, und dann sind wir in der zweiten Markttafel. Das heißt, man hat hier so eine veränderliche Preisstruktur und einen bestimmten Bedarf. Das heißt, ganz am Anfang, wenn ich jetzt dieses Holz, verarbeitete Holz verkaufen wollen würde, würde ich hier den Preis vorkriegen, der hier steht, gerade 2 Gold, und ich stelle es auf die erste Tafel und decke damit den Bedarf. Und wandert das dann hier? Der wandert erst nach einer bestimmten Anzahl an Runden, die man hier dann quasi. Okay, und der zweite Markt, der ist dann quasi, um das einzutauschen gegen Arbeiter oder wie? Der zweite Markt, da würde man einfach für Gold, das hier unten ist der Goldpreis, Arbeiter kaufen können. Mit Arbeitern ist auch so, dass auch immer, wenn der Preis steigt, werden hier neue Arbeiter gezogen. Und die Arbeiter sind dann so teuer, je nachdem, wie viele Arbeiter überhaupt von einer Art jetzt hier vorhanden sind. Das heißt, ich ziehe hier Arbeiter raus und hier sind jetzt 4 Arbeiter, das heißt, sie kommen hier rein. Ach, deswegen die so. Und dann sind die recht günstig, wenn es viele von einer Art gibt. Wenn es hier von diesem hier gibt es jetzt nur einen Arbeiter, deswegen ist der sehr teuer. Okay. Und so passt man das dann an, je nachdem wie viele von einer Art es gibt, sind sie teuer oder billig. Genau. Und mit der Kaufen-Aktion kann man sich dann eben einen nehmen und später schön irgendwo in seinen Rad einbauen oder auch was anderes rauswerfen. Und das kommt dann einfach weg? Das würde dann einfach wegkommen. Man legt es sich vielleicht so hin, dass man es, wenn man es in der nächsten Runde brauchen will, und man dann eben beim Weiterdrehen diesen Arbeiter reinbekommt. Und diese Kamele? Genau. Auf dem dritten Markt? Der Kamelmarkt, genau. Das ist auch so. Hier drin sind auch Kamele. Die kommen eben nicht in den Arbeitermarkt, sondern in den Kamelmarkt. Je mehr Kamele da sind, desto günstiger. Das ist der Preis, den kostet. Wenn ich jetzt ein Kamel kaufe, dürfte ich die Reisenaktion machen. Das bedeutet, ich kann entweder zu einer schon erforschten Insel, Oase oder was auch immer reisen oder eine noch unerforschte umdrehen. Ach, das sind alles Teile. Das sind alles quasi noch Teile, die zum Spielplan dazukommen. Ui. Sagen wir mal, genau, du hast dich jetzt entschieden, hier eine aufzustecken, diese hier. Kamelen. Genau. Dann und habe jetzt hier entdeckt,
stellst du hier dein Kamel drauf. Das heißt, du kannst jetzt hier auch all das machen, was man auch auf dem Plan machen kann. Das heißt, in den Straßen kannst du neue Gebäude hinbauen. Oder habe ich das für alle? Nein, nur derjenige, der sein Kamel darauf hat. Ah, ja. Wie gesagt, mit der Kamelkaufaktion könntest du dich auch woanders dazustellen, zu einer Insel, die schon entdeckt ist von jemand anderem. Mhm. Aber solange du kein Kamel hast, kannst du da auch nichts tun. Ja, wenn du da hinkommst, darfst du dann eben dort auch bauen und produzieren. Gute Frage. Wo ich die eigentlich her? Okay, aber da ist noch mehr. Da ist natürlich noch viel mehr. Natürlich. Ja, also was wir hier auch noch drin haben, ist Rohstofferwerb. Es gibt die drei Rohstoffe, Erz, Lehm und Holz. Und wenn ich hier jetzt so ein Erz wähle, dann bekomme ich so viel Erz, wie ich Erzminen habe. Das heißt, es lohnt sich auch, hier weitere Erzminen zu... Wo sind die Minen? Ach, hier. Genau, hier zum Beispiel. Hier ist so eine Mine. Wenn ich jetzt mehrere Minen habe, zeigt man das einfach hier an, wie viele man zurzeit besitzt. Wenn ich dann eine Erzaktion mache, würde ich ihm so viel... Für jede Mine macht man eine Aktion. Genau, ja. Das heißt, da lohnt es sich auch, sich auszubauen. Genau. So, das sind eigentlich schon die wichtigen Aktionen, die es hier eben gibt im Rat. Es gibt noch ein paar besondere Arbeiter, die da noch besser sind, aber gut. Ja, was noch sehr wichtig ist und dann auch noch so die Interaktion erhöht, ist quasi die Politik und wie gesagt, den Ausbau dieser vier verschiedenen Pfade, in denen man dann auch am Schluss Siegpunkte holen kann. Das habe ich jetzt hier schon mal so aufgebaut, wie es irgendwann in der Mitte des Spiels wäre. Ja, mit dem Schaufelsymbol kann man nämlich nicht nur Häuser hier bauen, sondern eben auch sagen, ich baue hier mich in einem dieser Pfade aus. Und dann kann ich, siehst du das gerade, hier sind so Linien, so verschiedene Linien, könnte ich so eine Linie überschreiten, indem ich da eben was Bestimmtes zahle. Hier sind jetzt gerade an unten, weil es noch nicht so festgelegt. Woher weiß ich, was ich bezahle? Genau, woher weiß man das? Wenn drei. Ich bezahle einfach genau, drei. Wenn du hier als Erster diese Linie übersteigst, sieht man schon, auf der Linie sind drei Goldpreise. Als Erster würdest du natürlich den kleinsten zahlen und würdest da dann drauf tun. Genau. So, der Zweite müsste dann schon mehr zahlen. Und so steigt man hier eben in verschiedenen Pfaden hoch. Bei dem hier muss man eben Gold zahlen, hier mit Erz, hier mit Lehm und Holz und dort mit produzierten Waren. Mhm. Genau. So steigt man hier entlang dieser Siegpunkte auf. Am Schluss gibt es aber nicht die Siegpunkte, wo man steht, sondern man kann in seinem Zug auch immer noch eine Politikaktion machen. Die kostet auch ein bisschen was, steigert sich je nachdem, welcher Markttafel man ist. Und damit kann man ganz da hinten, kannst du es überhaupt sein? Sehr gut. Können die Politiker auch ein bisschen näher ranholen, da sind die Volksnäher. Ja, ich sehe es. Genau. Ja. Da kann man dann nämlich Einfluss auf die Politik nehmen. Am Anfang sind diese ganzen orangenen Steine in der Mitte auf weiß. Es gibt hier verschiedene Kategorien, die auch hiermit zusammenhängen. Das heißt Hafenstadt. Das hier heißt, du bekommst Siegpunkte für die Hafenstadt. Wenn man Politik macht und das bezahlt, darf man einen dieser orangenen Holzstücke hochschieben und einen so runter. Und am Schluss sorgt jedes, das im grünen Bereich ist, nochmal für einen Multiplikator der Siegpunkte, auf den es sich bezieht. Rot heißt, ich habe keinen Bock, dass das gewertet wird. Ich will viel, dass da rot unten ist, dass das am Ende ein sehr schwach gewerteter Bereich ist. Genau. Und wenn ich irgendwie total stark bin, will ich, dass da möglichst alle vier pro Bereich, ja, alle vier. Vier wäre natürlich Steine. Schön, aber wenn Leute sehen, dass du da schon ganz weit oben bist, wird es schwer für dich, das durchzusetzen, wenn du alleine bist. Also es ist dann so eine Abwägungssache, wann man da anfängt, in die Politik zu gehen, wann man hier hochgeht. Aber was muss ich machen, um so einen Stein versetzen zu dürfen? Einfach Kosten und einmal pro Zug darfst du es machen. Und das, das ist dann ganz spannend. So, es ist einfach in jedem Spiel dann anders, welcher Bereich eigentlich wie gewertet wird, wie stark gewertet wird. Und hängt auch sehr davon ab, wie die Leute miteinander, gegeneinander agieren. Ist hier noch was wir nicht erwähnt haben? Was da diese Juwelen und Übersicht? Das ist ja noch eine Kleinigkeit, sage ich mal. Also Kleinigkeit. Das ist schon die Mini-Erweiterung. Nein. Das ist einfach so eine Art Rundenanzeiger. Das heißt, ich bin rot und wenn ich dran war, nehme ich diesen roten Kristall und dann würde in Gelb-Blau kommen
Und wenn das Ganze abgeräumt ist, dann erhöhen sich die Preise, dann werden hier Sachen nachgezogen. Und mit diesen Kristallen kann ich in meinem Zug eben so diese Extra-Aktion benutzen, indem ich es bezahle. Zum Beispiel das Rad nicht normal zu drehen, sondern eins genau eine Stelle weiter. Die Kristalle haben eigentlich alle die gleiche Farbe? Oder macht das was? Ja. Das sind jetzt auch noch. Das ist einfach nur für die Spielerfarbe, so, klar, das dass man sieht, genau. Wenn du gelb bist, wärst du jetzt dran, kriegst diesen Kristall. Wenn schon Cottage Garden in eine Agricola-Schachtelgröße kommt, was strebt ihr denn hier für eine Schachtel vor? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Nein. Allein diese vier Räder, ich meine, werden die so... Ja, die werden nicht so dick werden. Dicke, das sind wir, nicht noch, nein, die, wir sind noch überlegen, ob wir die jetzt als flache Räder machen, die mit einer Haltung sind, oder ob die als Pyramide gebaut werden. Metall. Ja, das ist die Luxus Edition auch. Luxus Edition wird aus Silber und Gold gemacht, ja, aber für die einfachen, also wir wissen noch nicht genau, wie wir dieses tatsächlich produktionstechnisch herstellen sollen. Da haben wir hoffentlich jetzt ja auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ja 2017 erst. Ja. Ich glaube, was wäre denn gewesen, wenn jetzt die Verschiebung, also wenn jetzt Uwe Rosenberg nicht zufällig mit einem fertig spielbaren Auto, dann hätten wir insgesamt jetzt einen ruhigen Sommer gehabt. Nee, das war für 2017 geplant. Also, was glaube ich sehr gut rauskam jetzt in Detail ist, dass es auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Spiel ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch quasi dann so, wenn ich es mal zusammenfassen will, dass quasi du musst auf diesen Leisten hochgehen, um Siegpunkte zu kriegen, aber du kriegst die Siegpunkte nur, wenn du die Politik richtig auch genau. Dafür. Das ist also diese drei Stufen so weiter. Hier ist so, was man schon von vielen anderen Spielen auch kennt. Man versucht irgendwie Rohstoffe zu bekommen, die ein bisschen umzuwandeln, irgendwas. Mhm. Und was man dann da produziert hat, das wird erstmal in, naja, noch nicht vorhandene Siegpunkte erstmal umgelenkt, indem man hier oben ein bisschen etwas macht. Und diese Siegpunkte, um die sich zu sichern, da ist es halt wichtig, in die Politik zu gehen und die Politik herzustellen, dass sie das, was du bearbeitet hast, auch werten. Wenn du irgendwo ganz hoch gehst und der Politiker interessiert sich nicht dafür, was du gemacht hast, ja, dann kannst du gebaut haben, wie du willst und kriegst nichts. Aber ich sag mal so, wie in der echten Politik funktioniert es nicht, dass ich jetzt sage, ach, da mache ich doch einfach nur Politik und dann... Nee, das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Nein, der Politiker, also in diesem Fall ist der Politiker, belohnt dich schon, dass du was gemacht hast. Aber dafür muss der Politiker genügend Einfluss bekommen haben, um auch, dass seine Stimme dann wertvoll ist. Und wird es, ich meine, Politiker hört sich so an, aber das ist quasi schon, bleibt es thematisch quasi, dass es sozusagen die Politik Nein, ist. Thema ist hier komplett noch. Also, das ist auch eine Abstraktion. Ja, nochmal. Das ist quasi auch eine Abstraktionsebene, Politiker. Also, es ist eher im Endeffekt, das kann man sagen, die Leute, die es beeinflussen, was wert ist. Ja, genau. Die Wertung beeinflussen. Ja, genau. Ja. Okay. Das aktuelle Format. Ja, sehr cool. Ich fand sehr, sehr viele Elemente und Ideen, die ich so noch nirgendwo gesehen habe und auch sehr cool finde. Fängt natürlich bei dem Rat an, also aber auch Politik zu sehen und aber auch selbst mit diesem Anzahl der Aufwand. Dafür brauchst du dann doch einen Sandbox. Ja, genau, machen wir bitte noch einen Timer rein. Nee, sehr, sehr, sehr spannend. Edition Spielwiese-Programm 2016, Cottage Garden, Uwe Rosenberg. 2017 noch namenloser Prototyp von Sophia Wagner. Wir sind sehr, sehr gespannt. Und hier wurde nochmal gefragt, der Prototyp hat sich sehr verändert vom letzten Jahr. Es ist ein komplett anderes Spiel. Ja, tatsächlich. Aber da hat jemand aufgepasst, weil dieses Rad, dieses Element des Rades war in... Apokalypse Demonicus, was keiner immer aussprechen kann. Aber genau, damals war quasi auch so ein Rad das Spielbrett. Ja. Und dieses Spiel Apokalypse Demonicus gibt es auch noch irgendwie als Prototyp. Das ist quasi nicht dieses Spiel, aber es hat eben noch keine so eine klare... Veröffentlichungsperspektive wie dieses Spiel. Das kann man vielleicht sagen. Ja, aber was eigentlich schade. Was schade ist, aber also auch da, was nicht heißt, dass es irgendwann kommt. Der Name ist einfach zu kompliziert, das kann kein Verlag aussprechen. Da scheuen sich die Redakteure vor. Ja, wir haben 5:05. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank. Dann geben wir jetzt nochmal einen Grafiker weiter. Ja, genau. Es geht jetzt, wir machen kurz eine Pause, aber ich werde den Stream jetzt anlassen, auf Wunsch. Schalte ich nur irgendwie kurz auf lautlos. Und dann geht's weiter mit Michael Menzel. Wir sind sehr gespannt. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. Ja.